Hallihallo Guys, da bin ich wieder mit dem Spiel Mad TV. Und ich starte das mal direkt rein. Spiel laden. Let's Play 1 war das letzte, was ich gespeichert hatte. Wieso ist hier kein Ton? Ich höre nichts. Dann wollen wir nicht angehen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. James Dean in seiner Paraderolle als Rebell gegen die bürgerliche Ordnung. Ja. Erstmal wieder zurechtfinden hier. Ah, jetzt kommt noch Musik. Endlich. Ich suche mir gerade ein Spiel, einen Film aus. Das Fenster zum Hof. Wasser, der Film. Purple Rose of Cairo. Frühstück für bei Tiffany. Gorky Park, alles zu teuer. So viel Geld habe ich leider nicht. Ich muss hier die Götterwelt von Bali nehmen, aber das ist Schrott. Guck später nochmal rein. Oder ich mache morgen, genau, ich nehme den Nuller und mache morgen den ganzen Tag Götterwelt von Bali. So ein Schrott. Was war das jetzt? Monumentalen Film ist Dr. Chivago. Den haben wir schon ausgestrahlt, deswegen ist er nicht mehr aktuell. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Götterwelt von Bali ist Kultur, okay, hätte ich auch wissen müssen. Ach, ist ja auch nur ein Block. Deswegen kostet es auch nur 3000. Na gut. Gerade mal ein bisschen Werbung auf Steam machen. Damit auch ein paar zuschalten. Wo habe ich mein Spiel namens Now Live on Twitch? Da ist es. Und einen Kommentar habe ich erhalten. So, und wieder zurück. Was haben wir hier? Archiv. Ah, genau. Das ist das Archiv, der sieht ein bisschen wirr aus im Kopf. Aber da muss man draufklicken und dann hat man hier die Übersicht über Filme, die man schon ausgestrahlt hat, wie zum Beispiel Dr. Chivago. Der ist im Programm. Den kann ich noch nicht nehmen. Und denn sie wissen nicht, was sie tun, ist auch im Programm. Ja, dann nur den einen Film erstmal. Den gebe ich wieder ab. Und so verkauft man das, indem man den da drauf zieht auf den Fregel. Ich spiele hier übrigens die HDD-Version von Festplatte. Das war auch am Anfang, was ihr da gesehen habt, das Amiga Workbench oder OS 3.9. Das ist... Oh, hier Wargames! Wargames, absoluter Kultfilm.
Teenager David hält mit seinem C64 das Pentagon in Atem. Gut, ich spiele hier auf dem Amiga und nicht auf dem C64, aber passt trotzdem gut. Ist beides von Commodore. Und wo ist er? Hier ist er. War Games. Oh, das bringt nichts, was ich jetzt hier gemacht habe. 3 von 2. Eskal, der wird nämlich heute jetzt gleich 2 von 2 aufgelöst. Und Lizzie läuft auch aus. Dann habe ich hier nur noch den Softshop. Den kann ich da reinsetzen. 0,25 Millionen Zuschauer braucht diese Werbung. Ich habe nur 0,15. Das wird nix. Der schafft die 0,50 nicht. Das ist natürlich wieder ärgerlich. Muss wieder komplett umplanen hier. Dabei ist Mad Max 2 der Vollstrecker doch voll der coole Film. Ich weiß gar nicht, was die haben. Dann soll morgen der Film War Games das rausreißen und die 0,50 Millionen muss nämlich bis morgen Abend erfüllt werden. 1 von 2. Wenn ich das nicht schaffe, muss ich Strafe bezahlen und das wird teuer. Gut. Da oben ist nochmal Filmabteilung. Nochmal gucken, ob es irgendwas gibt, obwohl ich nicht mehr viel Geld habe. Die Vögel für 46.000. Spiel mir das Lied vom Tod. Das Fenster zum Hof. The Purple Rose of Chicago. Hier, wenn man auf den Freckel nochmal draufklickt, da wo man auch die Filme verkaufen kann, hier rausziehen und auf den drauf, kann man besonders gute Filme kaufen. Zeit des Erwachens, Suche nach dem goldenen Kind mit Eddie Murphy, Gandhi, 9,5 Wochen, ist eher keine Love Story, sondern mehr naja, Porno nicht ganz, aber doch, Love Story kommt hin. Frantic, James Bond, Goldfinger, Wenn der Postmann zweimal klingelt, Star Trek und Kultur heute. Gut, Kultur heute ist jetzt nicht gerade der Bringer, aber steht auch kein Platz, weil Kultur, Serien und Filme habe ich komplett 4 Filme und nichts mehr frei im Inventar, die müsste ich erst wieder verkaufen. Aber diese tollen Filme, die hier so teuer angepriesen werden, kann ich mir leider noch lange nicht leisten. Ich besuche mal kurz die Betty. Ist sie nicht schön, die Betty? Hallo Jörg, könntest du mich bitte vorher anklopfen, damit ich vorher geistig auf deine widerwärtige Gegenwart einstellen kann. Ist immer noch sehr, sehr höflich. Naja, das wird schon. Irgendwann ist er uns. Was habe ich schon im letzten Let's Play gezeigt? Die Wäscherei habe ich euch gezeigt. Psychiaterbüro gibt es hier. Nikotin. Nikotin, Dings da. Das zeige ich nochmal hier. Sven, wenn du zuguckst oder später auf YouTube, wenn du weiter so rauchst, dann siehst du irgendwann aus wie dieser mit dem Skelett hier. Denn da kommt früher oder später irgendwie jeder mal hin. Aber von daher, alles weiter rauchen.
Was kann ich noch zeigen? Supermarkt gibt es. Das ist der Supermarkt. Hier kann man, wenn man wieder auf den Freckel drückt, Geschenke für die Betty kaufen oder Drehbedarf, eigene Shows und ja, sowas halt. Das billigste Geschenk kostet 9,90 und ist ein elektronischer Dosenöffner. Kommt zwar nicht so gut an, aber ist ein Geschenk. Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Heißt doch so schön. Aber ich habe nur 86. Wie viel ist es? 86.000. Genau, man muss sich hier noch Nullen dahinter rechnen, drei Stück. Filmagentur. Nochmal schnell gucken. Gibt's was Neues? Nein. Gibt nichts Neues. Dann wieder auf, ab ins Büro. Und Lizzie ist fertig. Das ist schon mal gut. Deswegen haben wir auch ein bisschen Geld bekommen. Und hier gibt es drei. Oh, das ist ein 90er Film. Da können wir den 50er reinmachen. Seht ihr hier bei der Couch steht 0,90. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Hat 0,90 Millionen Zuschauer. Deswegen habe ich jetzt die Eskal-Werbung reingehauen mit 0,50 Millionen. Da gibt es jetzt 30.000, also 30 mehr hier auf meinem Geldkonto. Und dann komme ich schon mal über die 100. Ja. Gut. Mad Max, zweiter Vollstrecker, kann verkauft werden. Und Darkstar auch. Sehe ich eben gerade, hätte ich vielleicht. In diesem Raum ist schon jemand. Ah, jetzt nicht mehr. Oh, 158. Ja, wenn das sich nicht lohnt. Ich kenne nur das Lied Purple Rose of Texas oder so ähnlich. Das hat mal unser Shantycore gesungen. Wo ich mal mitgesungen habe, im Shantycore. The Purple Rose of Cairo. Na gut, dann warte ich mal, was morgen für Filme da sind. Und ich könnte hier den 25er eigentlich reinhauen. Dann läuft der auch aus, weil wir haben 65 Grad laufen. 0,65 Millionen. Eigentlich sind die Nuller ja viel zu schade für den Wargames. Deswegen setze ich die mal ein bisschen weiter hier oben hin. Da kommt dann irgendein Schrottfilm oder ich bringe dann irgendwie Kultur, was nicht so gern gesehen wird. Genau hier Ethik im Wandel. Erstens guckt das keiner. Zweitens ist der schon gelaufen, nicht mehr aktuell. Da kann man auch Nuller reinsetzen. So läuft das Spiel, Leute. Ich würde ja gern sagen, hier spielt mal gegen mich, aber das Spiel ist leider nur ein Einzelspielerspiel. Und kein MMORPG oder wie die Namen heutzutage alle so sind. Drei Spots in 2 Tagen, was kriegt man? 5.000, also 5, wegen 5? Ah, das lohnt doch überhaupt gar nicht. Nur damit hier eine 5 höher ist.
Oh, jetzt bin ich ja schon mal 203 Millionen. Sehr schön. Ach, komm her, ich nehme den. Sind zwar nur 5.000, aber ich setze die hier rein. Dann für Wargames brauche ich dann noch Werbung. Wie viel wird der Wargames ungefähr erreichen? Ich schätze mal so zwischen 50 und 100. Wenn ich mit einer News komme, also mit Nachrichten, vielleicht über 1,0. 1,0 Millionen. Aber dann auch nur mit Nachrichten, die davor laufen. Der Tag ist übrigens fast rum. 0 Uhr 53, 54 und gleich sagt er und tschüss. Und dann ist er schon draußen und geht automatisch nach Hause. Wundert euch nicht, dass die so schnell rennen. Normalerweise rennen die nicht so schnell. Das liegt nur daran, dass ich hier eine schnelle Festplatte habe. Und das von Festplatte gespielt wird, nicht auf ADF-Diskette. Morgen wird der Semi für kulturelles Engagement vergeben. Damit wir bei der Betty steigen, müssen wir diesen Semi holen. Also muss ich morgen Kultur reinhauen. Und direkt mal ein paar Nachrichten produziert, damit man auch hohe Einschaltquoten bei Wargames bekommen, damit sich das rentiert. Kultur, Problem Müllwirtschaft wieder als erstes, dann Kultur, das Dritte Reich. Das Dritte Reich kommt von 19 bis 21 Uhr. Und vielleicht noch die Götterwelt von Bali noch einmal am Ende. Jetzt haben wir hier 3 Slots frei. Und hier 2. Brauche ich einen guten Film und gute Werbung dafür. Police Academy 5. Oh, der ist günstig. 24 nur, den nehme ich. Good Morning Babylon. Italienischer Spielfilm mit Paolo und Vittorio Tavian. Good Morning, warte ich erstmal ab. Alienation, der bringt das ist eine Science-Fiction-Serie. Bringt sau viel Einschaltquote, aber Chronik eines angekündigten Todes. Nehme ich auch mal. Ich nehme immer die günstigen Filme. Blade Runner. Das erinnert mich an das Spiel Life is Strange von gestern. Da hat auch die Chloe sich Blade Runner gewünscht. Star Wars, Krieg der Sterne. Das wäre natürlich hier hammerhart. Kampfstern Galactica. Können wir uns alles noch nicht leisten. Jo. Was ist für Werbung drin? Leute, was habe ich für Werbung drin? Wieso sehe ich denn das nicht? Ah, hier steht's. Unten 0,00. Wird erfüllt. Genau, 0,00 Millionen. Obwohl, ich habe da...
Ich könnte einen 25er reinmachen, wenn ich einen auf die Schnelle krieg. Ah ne, die Zeit ist schon abgelaufen. Das schaffe ich nicht mehr. So, mit etwas Glück schaffe ich hier den Millionen-Einschaltquote. Da produziere ich jetzt nochmal schnell neue Nachrichten. Nee, ist nichts mehr verfügbar. Und ich habe Showbusiness und vermischt es nicht aktiv. Gibt es doch gar nicht. Kann ich keine neuen Nachrichten produzieren. Alles von 17 Uhr noch drin. Oh, das wird knapp. Ob ich den mit Wargames über die 1 Million schaffe, ich bezweifle es. Zur Primetime kann man sagen. 20 Uhr ist immer Primetime. Warten wir mal ab, was jetzt gleich passiert. Wie viel Einschaltquoten das gibt. Ich hätte dieses an 3 Design nicht nehmen sollen. Das nimmt mir 3 Werbeblöcke weg und gibt gerade mal 5000. Sky TV hatte gerade Senderausfall. 1,4 Millionen die Nachrichten. Und jetzt der Film. Wie viel hat er? 1,1. Jawohl. Super. Damit gibt es dieses 1-Million-Blöckchen. 1 von 1 binnen 2 Tagen. Das bringt jetzt 40 ein. Also 40.000. Unten steht halt nur 40 bei dem Dollarzeichen. Aber das für einen Werbeblock, das ist schon mal klasse. Danach kann es von mir aus abfallen, weil dann habe ich 0,00 Werbung einsortiert. So, dieses Top-Vip ist aufgebaut, das an 3 Design ist aufgebaut. Bike Shop noch nicht. Das machen wir dahin. TVA und La Baguette. Okay, ist alles aufgebraucht. Brauche ich für Police Academy 5 und für den ersten Balken von Chronik eines angekündigten Todes noch Werbung. Oh, 40 gibt das mit 0,25 Millionen. Das ist. Könnte ich eigentlich nehmen. 140, bitte keine Live-Übertragung, Show oder Love Story. Der Film morgen Abend. Ist das eine Love Story oder. Hab schon wieder vergessen. Das sind wieder Nuller, die bringen nichts. 2,5 ist zu hoch. 5. Ich nehme mal die da.
und wartet dann ab, was es morgen noch für Werbung gibt. Es sieht alles ein bisschen kompliziert aus für die Leute, die das Spiel noch nie gesehen haben. Aber ist echt ein absoluter Klassiker in der Amiga-Szene gewesen. Und man sieht, hier auf Twitch gucken trotzdem Leute zu. Und später dann auch auf YouTube. So. Gerade noch was getrunken. Ich kann jetzt hier mal auf schneller drücken. Dann läuft die Zeit schneller ab. Weil es ist ja alles schon im Voraus geplant, schon bis zum nächsten Tag. Da kann ruhig auch mal ein Bombenangriff dazwischen kommen. Sowas gibt es hier auch, Bombenangriffe. Dann kann man einfach hier beim Pförtner den anderen Mitspieler, den anderen Gegenspieler sabotieren. Ich weiß aber gerade nicht, wie das geht. Wahrscheinlich hier im Supermarkt oder irgendwo. Ich dachte beim Pförtner, aber beim Pförtner geht's nicht. Drehbedarf. Besorgen Sie sich im Studio zuerst eine Einkaufsliste. Gut, die Betty kriegt erstmal kein Geschenk für 99. Da brauche ich erst ein bisschen mehr Geld, obwohl ich es mir jetzt schon leisten könnte. Ja, Chronik eines angekündigten Todes ist Love Story. Wenn Sie wissen nicht, was Sie tun, kann verkauft werden. Komödie, Police Academy 5 ist im Programm. Science-Fiction-Film Wargames kann verkauft werden. Zack. Hier darf man mit der Maus, ihr seht ja den roten Mauszeiger, nicht an die rechte untere Ecke von meinem Koffer kommen. Der Koffer ist das große Grüne auf der rechten Seite. Komme ich an die rechte untere Ecke, ist das ein Cheat. Das ist sozusagen ein Spoiler. Ich könnte es euch jetzt zeigen, aber das würde sich negativ auf das Spiel Einfluss nehmen. Denn dann kann man automatisch über die rechte untere Ecke einen Film verkaufen, den man gar nicht hat. Und kriegt somit Kohle. Aber wenn man das 2-3 Mal macht, oder auch schon beim ersten Mal, je nachdem, ob man Glück hat oder nicht, könnte das Spiel abstürzen. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf, dass das Spiel abstürzt. Gerade mal Karate Tiger oder Karate Kid, ich weiß gar nicht, was ich da genommen habe. Gekauft für 50. Kein Platz mehr für, aber ich habe es immerhin schon mal in Reserve. Hier kann man sich übrigens die Statistiken angucken. Oh, hier waren die ziemlich gut. Rosemary's Baby haben die ausgestrahlt mit 1,4 Millionen Zuschauern. Die haben die Vögel um 18 Uhr gebracht. Ein Krimi. Um 18 Uhr ein Krimi. Wer guckt denn sowas? Ich muss jetzt direkt ins Büro und... noch schnell... ein paar Nachrichten machen und dann die Zeit wieder langsamer drehen im Büro. Weil sonst rennt die mir davon. Dock die TVA bei 1, 2, 3, 4. Das gibt 5, 40 sind 45 und 12,5. Okay, das wird zu hoch.
Und 27,5. Naja, dann plane ich mal hier den nächsten Tag. Police Academy ist im Programm. Actionfilm Karate Kid, genau, Karate Kid, nicht Karate Tiger. Und das war's. Mehr habe ich noch nicht zum Einfügen. Ich brauche unbedingt wieder Werbung. Die wird nämlich heute alle aufgebraucht. Ich würde ja gerne mal diesen 6 Spots in 3 Tagen mit den 1,0ern erschaffen, aber ich habe die Kohle noch nicht für 1,0 Millionen Zuschauer. Das hat jetzt einmal geklappt mit so einem wie den hier. Ein Spot in 2 Tagen, mindestens Zuschauer 1,0. Das kann ich schaffen. Vielleicht bringt das der Karate Kid. Da ist wieder diese blöde Werbung, würde schon sagen Scheißwerbung. An 3 Design, 3 Spots in 2 Tagen mit 0,0 und gibt gerade mal 5. 5.000, das ist. Naja, naja. Okay. Die 25er muss ich bis morgen schaffen. Vielleicht kann ich die 50er zuerst wegmachen, obwohl die noch 3 Tage Zeit haben. Wenn ich sage 25er oder 50er, dann heißt das mindestens Zuschauer. Also die zweite Reihe von unten. Seht ihr, da steht 0,50 Millionen. Und bei dem anderen steht 0,25. Da sage ich immer 50er oder 25er. Boah, das Dritte Reich, der Film oder die Kultursendung hat 0,60 Einschaltquoten. Also ein 60er. Dann kann ich auch hier den 50er Werbeblock reinsetzen. Ich kann euch ja mal zeigen, wenn ich jetzt hier den Millionen Werbeblock reinsetze, was dann passiert. Ich habe jetzt hier Millionen reingesetzt, ich habe aber nur 0,60. Und dann erscheint da nächster Spot, seht ihr es? 1,00 in Rot. Das heißt, Vorsicht. Vorsicht ist geboten, der nächste Werbespot wird nicht erreicht.
Hab gerade mal ein paar Chat-Nachrichten beantwortet. Deswegen hat das Bild gerade mal ein bisschen gehangen. Sagt mir das Wort gehangen? Gehängt? Sagt mir doch nicht. Ich, du, er, sie, es wurde gehängt. Das Bild hat gehangen. Oh Mann, ich und mein Deutsch. Ja, was läuft da immer noch? Das Dritte Reich hat 0,81 Millionen. Kultur, Kultur, Leute! Heute werden die Semis vergeben für das Kulturprogramm. Deswegen sind die drin. Gibt drei Blöcke, in der Hoffnung, dass die anderen nicht mehr wie drei Blöcke senden und nicht ganz so erfolgreich sind wie ich. Mal gucken, was die gerade spielen. Ich drücke mal auf den grünen Knopf. Die machen auch Kultur, wohnen am Atomkraftwerk. Zweiter Block. Oh je, zweiter Block. Dann haben die auch einen zweiten Block drin. Und SanTV spielt Paris, Texas, erster Block. Mit 1,6 Millionen Einschaltquoten. Was ist denn das? Was geht denn hier ab? 1,6. Aber ihr seht hier, Ding, ihr FanTV Kultur hat nur 0,11 Millionen Zuschauer. Mal gucken, wie viel Police Academy 5 jetzt bringt. Die News bringen 65 und Police Academy 5 96, fast 1 Million. Was ist, wenn ich jetzt hier einen Millionen-Spot reinsetze? Ich kann es ja mal probieren. Wird der erreicht? Nee, wird nicht erreicht. Ist ja klar, 96 sind keine 100. Mist, Mist, Mist. Mache ich dann 50er rein. Da muss der 50er rein, Leute. Jetzt hätte ich es beinahe falsch gemacht. Ich kann ja nochmal die Nachrichten gucken, ob wir die verbessern können. Ja, hier ist noch ein neuer Nachrichtenblock. Aber ich glaube nicht, dass ich über die 1 Million Zuschauer komme. Von daher noch ein 50er. La Baguette ist hier. Der 50er kann weg. Doggy und Bite-Shop laufen aus. Eskal, was ist das denn? Auch ein 50er. Gut, gut. Eskal dahin. TWA ist noch einer frei. Dann setze ich dahin. Dann läuft ja morgen hier TWA aus, 12,5. Doggy läuft aus mit 40. Das, wenn ich die 1 Million erreiche, 40. Und SK läuft aus mit 30. Könnte morgen ein erfolgreicher Tag werden.
Das passt, 50er. Ein 50er Werbeblock bei einem 0,90er. Police Academy 5 kann wieder verkauft werden. Jetzt habe ich wieder nicht auf die Uhr geschaut, wann ich angefangen habe. Ich bin bestimmt schon wieder über der Zeit. Eigentlich wollte ich nur eine halbe Stunde streamen. Running Man, Stephen King Verfilmung. Ich wusste gar nicht, dass Running Man von Stephen King ist. Dass es mit Arnold Schwarzenegger ist, das wusste ich. Citizen Kane, Filmklassiker von Orson Welles. Das sind drei Blocks und kosten nur 10.000. Den nehme ich mal mit. Und Flipper ist unser bester Freund, steht da. Flipper. Morgen kommt übrigens Windows 10 raus, wisst ihr schon? Spoiler, Spoiler. So, Tag heute und morgen ist geplant. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Hört noch ein bisschen der tollen Musik zu und dann gehe ich vom Stream. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Schlaft gut und bis die Tage, wenn es wieder heißt, Let's Play mit Jörg. Was übrigens passiert, ich habe ja jetzt gespeichert, was übrigens passiert, wenn man hier auf Ich kündige drückt. Sie wagen es, die Trottel, sie brauchen nicht zu kündigen, das erledige schon ich oder ich schon. Und dann schmeißt er uns aus dem Fenster. Bang. The end. So, das war's und ich hüpf vom Stream. Ciao.